Sehr gut. Ja, schau, sehr gut. Wenn ich nicht verstehe, ich frage zweimal. Und ihr braucht nicht einschüchtern oder schüchtern sein. Soziale und kulturelle Entwicklung ist das Anliegen des Vereins Friends of Frankviertel. In Zusammenarbeit mit der Volksschule 33, die für ihren innovativen Geist bekannt ist, gibt es nun das Elterncafé. In den Räumlichkeiten der ehemaligen Stadtteilbibliothek, dem Café Frank, geht es nun um Elternbildung. Der schulnahe Stadtteiltreff wird verwaltet vom Verein, den der Sozialarbeiter Thomas Mader und Soziologe Peter Alt 2013 initiiert haben. Ja, ein Elterncafé, also es hängt sehr eng mit der Schule zusammen. Eltern können sich hier treffen, ist sozusagen so eine Schnittstelle zwischen Stadtteil und Schule. Ne? Die Schnittstelle zwischen Stadtteil und Schule wird gut angenommen. Regelmäßige Workshops, Handarbeitstreffs, Deutschkurse und gemeinsames Kochen leisten wertvolle Integrationsarbeit und fördern das Miteinander. Ja, ich glaube, dass das für alle Beteiligten eine positive Einrichtung ist. Also zum einen gibt es eine niederschwellige Möglichkeit, wo ich als Elternteil auch an die Schule andocken kann. Und dann, du hast das ja schon erwähnt, gibt es die verschiedenen Kurse, wo ich hingehen kann, was lernen kann. Und ich finde das einfach großartig, dass diese Initiative gibt. Es schafft einfach Möglichkeiten, die sonst nicht da wären. Das Elterncafé ist für jeden öffentlich zugänglich. Allerdings gibt es bisher keine fixen Öffnungszeiten. Aktuelle Infos zu Terminen finden sich unter www.friendsoffrankviertel.at. Wir suchen übrigens Deutschsprechende, die auch bei den Sprachcafés dabei sitzen möchten, gerne, damit auch die, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, sozusagen Native Speakers haben in Deutsch, die mit ihnen austauschen. Momentan haben wir eigentlich nur Mütter, also Väter haben wir jetzt gar keine da, wir haben eigentlich nur Mütter da. Aber jeden Tag fast Programm, muss man sagen. Ja. Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen. Aha.